Hallo, es ist Krötenwanderzeit, es ist warm, Ende Februar. Das heißt, die Kröten wollen wieder zum Teich und setzen sich auf ein Weibchen, lassen sich tragen. Hier ist ein einzelnes Exemplar. Achtung! Er hat noch kein Weibchen gefunden. Und hier ist das Pärchen. Die Dame wandert mit dem Männchen zum Tümpel oder See. Hier ist ein Krötenwarnschild aufgestellt. Sie fangen an, meistens um 19 Uhr, 20 Uhr zu laufen. Und dann bis morgens. Man muss langsam fahren, weil wenn man schneller fährt, dann platzt die Haut, die dünne. Und dann werden sie verbluten. Da ist wieder ein kleiner Mann. Der sucht ein Weibchen. Hallo, ich muss da. Und hier sind die Schätzchen im Eimer. Man kann jetzt versuchen, sie zum Teich oder zum See zu bringen, damit sie nicht wieder auf die Straße hüpfen. Da wollen sie schon raus. Hier bleiben, hallo. Und da ackert ein Weibchen mit zwei Männchen vorwärts. Sehr schwierig vorwärts zu kommen als Knäuel. Also jetzt schnell zum Teich. Alles Liebe, tschüssi.